Du wirst nie verstehen, wie es ist, im Gruppenwagen zu sitzen. Du bist mit 5 oder 6 Kollegen im Auto, mit Schlagschutzweste und Helm. Auf einmal geht alles sehr schnell. Ihr fahrt im blitzenden Blaulicht durch die Nacht und wisst nicht, was euch erwartet. Über Funk hört ihr die Kollegen, wie sie mit Steinen, Flaschen und sogar Molotow-Cocktails beworfen werden. Und deine Familie? Die sitzt zu Hause und hofft, dass du auch dieses Mal gesund zurückkommst. Du wirst nie verstehen, wie es ist, wenn man zu einer Unfallstelle kommt. Im völlig deformierten Fahrzeug eine 20-jährige Frau, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte. Für die jede Hilfe zu spät kommt, weil sie einfach das kleinere Auto fuhr. Im gegnerischen Fahrzeug der Unfallverursacher. Kann gar nicht begreifen, was er da gerade getan hat. Und du wirst nie verstehen, wie es ist, zu den Eltern und Geschwistern der Verstorbenen zu fahren. An deren Tür zu klingeln und ihnen zu sagen, dass ihre Tochter nie wieder nach Hause kommen wird. Und das alles nur, weil jemand ohne etwas zu sehen überholt hat. Du wirst nie verstehen, wie es ist, dahin zu gehen, wo alle anderen weglaufen. Wo du weißt, da ist jemand mit einer Schusswaffe. Jemand, dem es vielleicht egal ist zu sterben. Klar haben wir Schutzwesten, Helme, Waffen. Aber keiner von uns ist ein Superheld. Wir sind alle Menschen und genauso verwundbar. Polizei, Waffe weg! Du wirst nie verstehen, wie es ist, wenn jemand, der einfach nicht mehr weiter weiß, der keinen Ausweg kennt, sich gegen das eigene Leben entscheidet und du einfach machtlos bist. Du hast dein Bestes gegeben, alles versucht, aber du konntest diese Person nicht retten.